der Regel dauert es nur wenige Sekunden, bis unser Gehirn einen Menschen in eine Schublade sortiert hat. Wir denken oft, wir können Menschen aufgrund ihres Aussehens einschätzen. Wo der Mensch wohl herkommen mag, welche Gewohnheiten dieser Mensch hat oder wie groß die Familie wohl sein könnte. Und ja, natürlich ist es wichtig und spannend zu erfahren, wo Menschen herkommen, wo Menschen ihre Wurzeln haben. Wir Menschen sind unterschiedlich und das ist ja auch gut so. Aber hat sich irgendjemand hier in dem Raum schon mal die Frage gestellt, was es eigentlich mit Menschen macht, die ständig gefragt werden, wo sie eigentlich herkommen? Meine Eltern sind vor fast 30 Jahren aus dem Libanon nach Deutschland gekommen. Ich bin hier geboren und hier aufgewachsen. Berlin ist also meine Heimat. Von einem großen Teil der Gesellschaft werde ich aber einfach nicht als Teil dieser akzeptiert. Also die Frage, wo kommst du eigentlich her, die trifft nämlich meistens Menschen mit einem anderen Aussehen als das, was in unsere Deutschsein-Schubladen reinpasst. Und die Frage, wo kommst du eigentlich her, impliziert außerdem, dass man irgendwie nicht dazugehört, dass man irgendwie anders ist. Was macht es also mit Menschen, die hier geboren sind, sich hier wohlfühlen, aber einfach nicht als Teil akzeptiert werden und auch noch ständig damit konfrontiert werden, dass sie einfach kein Teil sein können? Für mich hat das was mit Rassismus zu tun. Und jedes Mal, wenn ich anfange, über Rassismus zu sprechen, gucken mich meine Freunde an und fragen mich, ist das wirklich so? Erlebt man diese Dinge heute noch hier in Berlin im 21. Jahrhundert? Um euch diese Fragen mal zu beantworten, nehme ich euch jetzt mit auf eine kleine Reise durch die Zeit. Es ist 1999, ich bin ungefähr 8 Jahre alt. Mein Bruder und ich laufen vom Spielplatz nach Hause. Als ein Mann uns entgegenläuft und dann fragt, na, sind die Taliban wieder los? Natürlich habe ich mit 8 überhaupt nicht verstanden, was dieser Mann von mir möchte, aber ich wusste eins, ich wusste, dieser Mann mag uns einfach nicht. Also brannte sich dieser Satz in mein Gedächtnis. Und bis heute frage ich mich, was kann nur in den Köpfen solcher Menschen vorgehen, die kleine Kinder schon auf der Straße beleidigen oder diskriminieren. Ein paar Jahre später, ich bin ungefähr 12 oder 13, laufe über eine Straße, als mir auch ein Mann entgegenkommt. Und als er auf derselben Höhe ist wie ich, dreht er sich zu mir und sagt zu mir, Kopftuch, Hure. Ein paar Jahre später, ich bin 16, und bewerbe mich als Aushilfskraft und rufe bei dieser besagten oder bei dieser Firma an und frage nach dem Job. Am Telefon, die Leute waren total glücklich. Wir suchen schon so lange, wir suchen schon so dringend. Kannst du vielleicht heute schon vorbeikommen? Und ich, so naiv mit meinen 16, dachte, wow, so einfach geht's. Also fahre ich dahin, habe ein super kurzes Bewerbungsgespräch und soll am selben Tag noch anfangen. Dann aber kommt die Anweisung, dein Kopftuch ziehst du natürlich vorher aus. Ein paar Jahre später, ich bin 21, ich komme abends von einer Veranstaltung nach Hause, als mir eine Frau drohend entgegenrennt, mit erhobenen Armen und schreit und ruft, ich gehöre der Nationalsozialistischen Partei an, Heil Hitler. Eine Weile später, ich bin mit meinem Auto am Straßenrand, weil ich einen platten Reifen habe. Als eine junge Frau neben mir in ihrem Auto anhält und ihr Fenster runterkurbelt und mich anspricht und sagt, warum könnt ihr Ausländer euch nie an die Gesetze dieses Landes halten? Und ich bin total verwirrt, ich denke mir, was ist los, ich habe doch nur einen platten Reifen. Und frage sie, wo ihr Problem wäre. Und die Frau steigt aus ihrem Auto total aggressiv und sagt, ich kann es nicht mehr hören, ihr scheiß Ausländer. Ständig habt ihr Ausreden. Geh doch am besten dahin zurück, wo du hergekommen bist. Eine Weile später, ich bin 25, bin zum Dolmetschen an der Charité, wo mich der behandelnde, leitende Oberarzt fragt, wo kommen Sie her? Und ich sage voller Stolz, ich bin Berlinerin. Und der Arzt guckt mich an, von oben bis innen und überlegt kurz. Und dann sagt er zu mir, nein, Sie sehen nicht aus wie eine Berlinerin. Und ich sage zu ihm, ich bin in Berlin geboren, ich bin hier aufgewachsen und habe noch nie in meinem Leben in irgendeiner anderen Stadt gelebt. Also würde ich schon behaupten, dass ich Berlinerin bin. Seine Antwort war, aber du Berlinerst ja überhaupt nicht.
Habe ich ihm gesagt, ich kann auch Berlinern, wenn sie unbedingt wollen. Und dann sagte er, okay, dann frage ich sie jetzt nochmal, wo kommen denn ihre Eltern her? Ungefähr ein Jahr später, ich bin mit meinen Jungs auf den Spielplatz, als ich mit denen halt, ja, spiele halt mit meinen Kindern auf dem Spielplatz und meine Freundin sitzt auf der Bank und neben ihr ein altes Pärchen. Und als ich irgendwie in das Sichtfeld dieses Pärchens gerate, sagt der Mann zu seiner Frau, ne, das ist jetzt nicht mehr Deutschland für mich, komm, wir gehen. Also stehen diese beiden tatsächlich auf und verlassen den Spielplatz. Vor kurzem hat mir jemand gesagt, ich habe mal von links nach rechts lesen gelernt, du bestimmt nicht. Hinter mir an der Kasse im Supermarkt heißt es, siehst du das? Überall diese Ausländer. Erstmal genug. Das alles waren wirklich nur klitzekleine Beispiele aus meinem Alltag und dem Alltag vieler anderer Menschen. Und stellt euch mal vor, ihr würdet solche Dinge ständig erleben. Diese ganzen Dinge, die ich euch gerade genannt habe, das sind ja wirklich nachweisbare Dinge. Das sind Dinge, die man greifen könnte, die man theoretisch, wenn jemand danach fragen würde, beweisen könnte. Aber darüber hinaus gibt es ja noch viel, viel mehr Diskriminierung, die tagtäglich stattfindet, die man aber nicht einfach nachweisen kann. Beispielsweise gab es im Jahr 2014 eine Studie, eine groß angelegte Studie in Deutschland, bei der untersucht wurde, ob sich Menschen mit einem Migrationshintergrund tatsächlich öfter bewerben müssten als Menschen ohne Migrationshintergrund. Und dafür wurden dann zwei fiktive Bewerbungen geschrieben, mit denselben Leistungen, mit denselben Zeugnissen. Der einzige Unterschied bestand darin, dass die eine Bewerbung einen deutschen Namen bekam und die andere Bewerbung einen nicht-deutschen Namen. Und leider stellte sich dabei heraus, dass in den meisten Fällen tatsächlich nur die Bewerber mit dem deutschen Namen eingeladen wurden. 2018 gab es eine weitere Studie, die untersucht hat, ob es schon an Grundschulen stattfindet, ob diese Diskriminierung schon im Kindesalter anfängt. Und diese Studie wurde erschreckenderweise an Berliner Grundschulen durchgeführt. Und dabei hat sich auch herausgestellt, dass die Kinder, die einen türkischen Namen tragen, auch wenn sie dieselbe Fehleranzahl haben wie ein Kind mit einem deutschen Namen, schlechter bewertet wurden. Deutschland hat also ein nachweisbares Diskriminierungsproblem. Und das alles, obwohl es in den Europäischen Menschenrechtskonventionen ein Diskriminierungsverbot gibt. Also laufe ich mit einem schweren Sack voller rassistischer Anfeindungen durch die Welt. Vermutlich wird er sich bis an mein Lebensende füllen. Und wohl wissend, dass ich mich jedes Mal aufs Neue beweisen muss, egal wo ich hinkomme. Immer dann, wenn ich neue Leute kennenlerne, oder vor allem dann, wenn ich mich bewerben muss. Ich habe mich am Anfang gar nicht vorgestellt. Also wer bin ich überhaupt? Ich bin Fatima und bin 27 Jahre alt oder jung. Ich bin super stolze Mama von zwei Jungs. Ich habe im Bachelor Informatik und Wirtschaft studiert und mache aktuell meinen Master in Wirtschaftsinformatik. Und für mein Studium hatte ich ein Stipendium aufgrund meines sozialen Engagements bekommen. Ich arbeite außerdem seit 3 Jahren noch als Softwareentwicklerin. Ich bin eine Kämpferin, denn ich kämpfe oft gegen die Vorurteile an und kämpfe oft für mein Recht und das Recht anderer. Weil ich in meinem Leben gelernt habe, dass ich meine Stimme selbst erheben muss gegen das Unrecht, dass ich selbst aufstehen muss. Denn all diese hässlichen Erlebnisse, die ich mit euch heute geteilt habe, die hatten alle eins gemeinsam. Es ist nie oder fast nie, in 99% der Fällen ist keiner eingeschritten. Die meisten Leute erstarren, sind schockiert oder viel, viel schlimmer, sie schauen einfach weg, sie laufen einfach weiter. Also ist die Frage, warum stehe ich heute hier und was möchte ich überhaupt von euch? Was will ich euch sagen? Ich habe euch ganz am Anfang gesagt, dass es normal ist, dass wir Menschen in Schubladen stecken. Das ist auch so, das passiert automatisch. Aber ich möchte, dass jeder, wenn er heute Abend nach Hause geht, mal alle Schubladen aufmacht
und diese Schubladen, die wir in unserem Gehirn haben, kritisch hinterfragt und dann neu sortiert. Und jedes Mal dann, wenn unser Gehirn anfängt, einen Menschen in eine Schublade stecken zu wollen, gehen wir alle besser einen Schritt zurück und hören uns erst die Geschichte des anderen an. Ich glaube, wir können nur dann und nur so solidarisch miteinander sein und auch friedlich miteinander leben, vollkommen ungeachtet dessen, wie jemand aussieht oder wo jemand herkommt. Dankeschön.